Meine Marianische Armee, die Macht der Gebetskette ist eure Stärke und euer Sieg. 23. November 2012, 8.35 Uhr. Maria, Rosa Mystica, ruft zu den Kindern Gottes. Meine kleinen Kinder, der Friede Gottes sei mit euch. Mein Widersacher ist bereit, sein öffentliches Leben zu beginnen. Der große Fälscher wird von Jüngern begleitet werden und wird zu den Nationen predigen, dass er der von der Menschheit erwartete Messias sei. Deshalb, meine kleinen Kinder, seid aufmerksam und wachsam, denn wenn mein fleischgewordener Widersacher erscheint, wird euer Gang durch die Wüste der Drangsal begonnen haben. Die Schöpfung meines Vaters wird so lange trauern, wie mein Widersacher auf dem Lande wandelt. Die gefallenen Engel, bei den Menschen sogenannte Außerirdische, werden sich zeigen und von der Rückkehr des Messias sprechen. Ihr, das Volk Gottes, hört nicht darauf, denkt daran, dass alles ein Teil des Planes ist, den mein Widersacher zusammengestellt hat, um die riesengroße Mehrheit dieser gottlosen und sündigen Generation zum Narren zu halten. Millionen von Seelen werden verloren sein, denn sie werden den falschen Lehren meines Widersachers Aufmerksamkeit schenken und sie befolgen. Die falschen Wunder werden viele blenden, dieser Betrug wird, noch, mehr Seelen verloren gehen lassen. Die Könige dieser Welt werden ihn verehren und sich vor ihm verneigen und werden ihre Nationen dem Gott der Lügen weihen. Mitten in dieser Drangsal und des Betrugs wird mein Vater die Warnung senden, damit nicht, noch, mehr Seelen verloren gehen. Mein Widersacher wird sagen, dass das Erwachen des Bewusstseins sein Werk sei, und dass alles ein Teil seines Planes sei, die Menschheit zu retten. Aber ihr, Samen meines Vaters, wisst gut, dass die Warnung der letzte Aufruf Gottes an alle Menschen sein wird, umzukehren. Kleine Kinder, Nationen bereiten sich auf Krieg vor, die Könige dieser Welt sprechen nur in Worten vom Frieden, aber ihre Handlungen sagen anderes. Kriege zwischen Nationen stehen nahe bevor. Es steht im Heiligen Wort Gottes geschrieben. Ihr werdet von Kriegen und Kriegszügen hören, seht zu, dass ihr euch nicht verwehren lasset, denn alles dieses muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird Volk wieder Volk und Reich wieder Reich aufstehen, und es wird hier und dort Pest, Hunger und Erdbeben geben. Matt 24,6-7. Mein Widersacher wird diese ganze Drangsal ausnutzen, um sich als der große Friedensstifter zu zeigen, und viele werden ihm glauben und ihm folgen. Arme Menschheit, die sich wird zum Narren halten lassen, denn wenn sie vom Betrug erwacht, wird es zu spät für sie sein. Die Kriege werden die Pläne zur Massenvernichtung in Gang setzen, mit der die Könige der Welt planen, einen Teil der Menschheit auszurotten. Aber nicht alles wird für Gottes Volk Traurigkeit und Verzweiflung sein, denn sie, Enoch und Elia werden erscheinen und die Lehren und Häresien des falschen Messias werden zusammenbrechen. Enoch und Elia werden Licht im Nebel der Finsternis sein. Sie werden dem Volk Gottes Trost sein, das durch die Wüste der Drangsal zum verheißenen Land, dem himmlischen Jerusalem, geht. Vorwärts, meine Marianische Armee, die Macht der Gebetskette ist eure Kraft und euer Sieg. Mut, es ist fast getan, schwankt nicht, vertraut und betet, und alles wird gemäß dem Willen meines Vaters sein. Maria, Rosa Mystica, eure Mutter, macht meine Botschaft so bald wie möglich der ganzen Menschheit bekannt.